Seiteneffekte. Was hat es mit Seiteneffekten auf sich? Schauen wir uns mal eine andere Definition der boolschen Funktion links frei an. Ist im Prinzip ja auch korrekt. Der Hamster soll hier testen, ob links frei ist. Dann ruft er links oben auf und returnt vorn frei. Das Problem bei dieser Funktion ist, bei dieser boolschen Funktion ist jetzt die, dass der Hamster einen anderen Zustand innehat vor Aufruf der Funktion und nach Aufruf der Funktion. Und genau das bezeichnet man als Seiteneffekt. Wenn der Aufruf einer Funktion den Zustand des Programms, insbesondere hier des Hamsters, ändert. Man sollte sich zunächst möglichst angewöhnen, Funktionen, boolsche Funktionen so zu definieren, dass sie keinen Seiteneffekt haben. Das heißt, dass nach ihrer Beendigung der Zustand des Programms exakt derselbe ist wie vor Aufruf der boolschen Funktion. Das heißt, der Hamster guckt in dieselbe Richtung, der Hamster hat genauso viele Körner im Maul wie vor und auf allen Kacheln des Territoriums befinden sich genauso viele Körner wie vor. Schauen wir uns mal an, was nämlich nicht gilt, wenn ich eine derart definierte Funktion links frei nutze. Dies ist jetzt die Ausgangsposition und es wird aufgerufen, if links frei, dann wird nichts gemacht und if not links frei, dann wird nichts gemacht. Nach Aufruf dieser oder bei der Nutzung dieser Funktion und dieser Ausgangsposition guckt der Hamster hinterher dahin, weil zweimal wird die Funktion links frei aufgerufen. Einmal da und einmal da und zweimal wird deswegen linksum aufgerufen. Wenn ich aber ein Hauptprogramm habe, das nicht so aussieht, sondern so aussieht, if links frei, tu nichts, else tu nichts, dann schaut der Hamster in die Richtung. Und eigentlich sollte es immer so sein, dass dieses hier, if links frei, dann tu was, if not links frei, dann tu was, äquivalent ist zu if links frei, else. Also dann if links frei, tu was, else tu irgendwas. Aber dadurch, dass diese Funktion Seiteneffekte hat und hier zweimal aufgerufen wird, ist der Zustand hier anders als da. Also bemühen Sie sich, entweder Funktionen so zu schreiben, dass sie Werte liefern, aber keine Seiteneffekte produzieren. Und wenn es doch notwendig ist, dass Seiteneffekte in boolschen Funktionen auftreten oder auftreten sollen, dann merken Sie das auf jeden Fall als Kommentar bei der Funktion an. Das heißt, schreiben Sie dann hier oben drüber, diese Funktion liefert als Seiteneffekt, dass sich der Hamster einmal links umdreht, sodass man jederzeit sieht, aha, das ist eine Funktion, die nicht nur was liefert, sondern auch letztendlich eine Zustandsänderung bewirkt.